Willkommen zum fünften und auch gleichzeitig vorletzten Teil von Super Mario Maker. Wir wollen uns heute meine restlichen Baumeister angucken, die ich favorisiert habe. Aber bevor wir das machen, gibt es noch eine Sache, die ich ansprechen möchte. Und zwar bei den Event-Levels kommen stets neue hinzu. So wie ich das sehe, sind es aktuell nur drei neue. Genau, Super Mario Kun war das letzte, was wir gemacht haben. Katzen-Peach-Level, Katzen-Mario-Level und Yoshi ist großartig. Sind jetzt hier nachträglich nochmal hinzugekommen. Ich denke, die werden wir machen, falls am Ende noch Zeit ist. Für heute habe ich geplant, vier Leute zu machen, und zwar Amazing Laser, D-Vac, Tide Tuesday und Rurs. Rurs? Gute Frage, wie man das ausspricht. Okay, beginnen wir mit Amazing Laser. Vier Level haben wir an Start und wir starten mit dem Paratrooper Peril. Können wir hier etwas sehen? No boy, da ist viel in der herumfliegen, gerade in der Luft. Also gehe ich mir wirklich davon aus, dass man viele Sprünge nur timen muss. Oder das heißt nur, man muss sie timen, damit man die Sprünge richtig schafft. Ich bin mal gespannt. Prozentual, ach du Scheiße, 8%. Mal gucken, ob wir das prozentual verbessern können. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Umso niedriger die Prozentual. Alle Zahl, umso gefährlicher wird's dann. Oh, schön, sind wir selber im Block geworden. So, Sprung darauf schaffen. Und ich vermute, das ist für viele Leute ein Problem, was ich gut verstehen kann. Einfach weil man es wirklich gescheit timen muss. You know? Okay, lass uns das erneut probieren. Und ich werde wieder auf Sicherheit gehen. Oh, interessant. Er hat das einfach nur gesagt, einfach den Fragezeichen nicht... Er hat nicht einen speziellen ausgewählt. Das ist aber übel, dass man da so... Oh, hi. Der Kollege, der seinen Arsch raussteckt, wenn er sich hinduckt. Okay. Oha. Oha. Ah, ich liebe es. Das ist fiese, dass es wirklich halt einen Bereich gibt, wo man denkt, man springt oben drauf, tut's aber in Wirklichkeit gar nicht. Oh, das ist natürlich ganz toll. Jetzt muss ich aufpassen. Der Sprung ist hier gar nicht mal so einfach, weil man leicht weiter schlittert. Und hier ist zum Glück auch nichts drin. Gibt bestimmt Levelmacher, die hingehen würden. Oh boy. Und weiß gar nicht mal, ob das clever ist. Okay, das war jetzt so nicht gedacht, aber wir haben es geschafft. Also ich sah jetzt nicht das größte Problem. Es war eine gewisse Herausforderung dabei, aber halt meines Erachtens nicht eine Sache, wo man sagen würde, nur 8%. Da will ich gleich mal gucken, wie viele Leute das im Endeffekt geschafft haben. Denn 47 Leute haben es probiert. 18 haben es nur geschafft. Also ein bisschen wenig, muss ich ganz echt zugeben. Gerade weil das Level machbar ist eigentlich. Klar, ist herausfordernd. Ich habe auch zweimal, glaube ich, bin ich drauf gegangen. Aber dass halt insgesamt es nur so wenige Leute schaffen, fand ich schade. So, Wall Jump Bumps, das ist ein Super Mario Bros. U Level, oder New Super Mario Bros. U, bedeutet, wir müssen mit Wall Jumps arbeiten. Und da sehe ich auch schon wieder, warum das gerade mal 5% geschafft haben. Gerade wenn man, es bedeutet, dass man irgendwo hoch und runter, also hochspringen muss und runter sliden. Und das ist vielleicht nicht selbstverständlich. Mal gucken, ob wir das auch hinbekommen können. Ansonsten, ich habe eigentlich vorgehabt, in dem Teil mein drittes Level vorzustellen. Jedoch, als ich fertig mit dem Bauen war und mit dem grundlegenden, holy moly, eigentlichen Plan, durfte ich feststellen, dass die Hauptidee nicht funktioniert hat. Ein bisschen aufpassen, sehr schön. So, eine Sache will ich testen, ganz kurz, und zwar, wenn wir hier drüben sind. Genau, man kann runterrutschen. Und das ist wichtig, denke ich. Wir wissen, wir müssen nach rechts hier.
Genau. Oh, das ist natürlich fies, aber machbar. Ho, ho. Oha. Okay, wie soll man den Sprung schaffen? Man muss den genau... Ho, 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 ho. Genau zeitlich timen. Oh, no. Wie macht man den? Man muss mal mit Anlauf das machen. Vielleicht muss man wirklich diesen Sprung machen. Zwischen die... den Bereich. Und... muss dann hingehen und den Schwung gleich mitnutzen. So, hier ganz bewusst runter. Ho, ho, hier muss man aufpassen, ja. Ja, no, nicht mal. Interessant. Das war knapp. Aber ist es das oder muss ich auf irgendwas warten? Nee, eigentlich nicht so. No! An diesem Bump hängen geblieben. Also das ist... Also es würde mich jetzt ärgern, wenn ich das Level nicht schaffen könnte, weil ich denke, es ist ein gutes Level. Zumindest gefällt es mir von der Herausforderung. Ohne sagen zu müssen, dass es... Oh, wow. Das zum Beispiel wusste ich auch nicht, dass während man den Spin-Jump macht, dass man sich nicht an Wänden festhalten kann. Also würde ich gleich mal sagen, wir machen das einen Ticken langsamer. Obwohl ich die hier, denke ich, ruhig relativ schnell machen kann. Ja, zum Glück bin ich nicht der Einzige, der an dieser Stelle drauf gegangen ist. Aber schön, umso mehr Zeit man mir mit diesen Leveln gibt, umso eher bin ich dabei, auch alle anderen Fehler zu machen. Sag mal. Jetzt scheitert's an den grundlegendsten Sachen. Okay, dann gehe ich jetzt gleich hin und werde die roten Koopas einfach zerstören, damit wir das hier mit... ohne Probleme machen können. Okay. Kommen wir zum Eigentlichen. Sehr gut. Dieser Sprung hier macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen immer. Aber ich schaff den Rest dann wiederum nicht. Was muss man denn da jetzt machen? Das Problem ist, dass ich nicht das Gefühl habe. No, ich hatte es und dann rutsche ich. Verdammt. Ich hatte es. Vor allem das Fiese ist, auch hier mit diesen Kollegen, man muss wirklich aufpassen, müsste sogar schnell sein. Weil die nach unten fallen, anders als zum Beispiel hier, die... Normalerweise jetzt ist nur einer hier. So, hier meines Erachtens muss man auch langsamer machen. Ach ja, muss hier ja rein, genau. Also, hier muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist ein cooles Level. Aber ich tue mich manchmal einfach mit diesen Sprüngen schwer. Meine grundlegend, aber halt ganz speziell mit diesen Walljumps. Und ab und zu wirklich denkt man, man macht es und auf einmal rutscht man dann volle Kanne weg. Ich denke, das haben wir hier und da schon mal gesehen gehabt. Das ist lustig, je nachdem, wie man sich bewegt, ist manchmal nur einer dort. Okay, ich würde sagen, ich mache vielleicht noch eine Handvoll Versuche. Ja, und das meinte ich. Man denkt schon weiter, aber das Spiel hat diesen Sprung einfach noch nicht ausgeführt. Letzter Versuch. Schade. Denn ich denke, allzu viel danach kommt nicht mehr. Dann kommt vermutlich nochmal so ein Sprung, den man nur mit einem Bullet Bill schafft. Das sieht so aus, als müsste man den herausbringen.
Im Endeffekt genau das gleiche, was ich mit meinem zweiten Level gemacht habe. Jetzt muss ich ganz kurz aufpassen, dass ich nicht wieder mich da ins Nichts drehe. Es ist wirklich schade. Es ist wirklich schade. Und es ist nicht mal ein Vorwurf, denn man hat eigentlich stets Herausforderungen und dann halt eine Fragezeichen schwere nochmal zum Ende hin. Und die hätte ich ganz gerne geschafft, aber da fehlt es mir scheinbar einfach an Können. Und vermutlich fehlen anderen scheinbar... Wow. Scheinbar auch. Das ist schade eigentlich, also... Ich hätte das ganz gerne hinbekommen, aber ich schaff's nicht. Dementsprechend hier einfach nur Sternchen und weiter geht's. So. Das nächste Level ist Bowser's Junior's Three Trials. Oh boy. Da sind auch drei Zahlen mit am Start. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, was da zu sehen ist. Weil am Anfang sieht es aus, als wären da irgendwelche Barrieren. Oder Striche einfach nur. Obwohl, das ist Hintergrund, oder? Das ist Hintergrund. So eine Möglichkeit, wo man schwer hochkommt. Ein Pfeil, der nach oben sagt. Dann gibt es den zweiten. Es sind mehrere Röhren. Ich bin mal gespannt. 3% haben es geschafft. Oh boy. Das ist da jetzt schon mal herausfordernd. Ach du Heilige. Das ist ja übel. Die allererste Sache gleich. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da Leute gibt, die einfach mal... Ach du Heilige. Ich muss nach oben. Aber... Oh no. Ja, den hätte ich vielleicht nicht kaputt machen dürfen. Ich habe es mir, glaube ich, schon versaut. Oh, so gut wie versaut, ja. Wie komme ich nach oben? Gucken wir nochmal ganz kurz. Ich meine, vom Preview erinnern zu können, dass es da reingeht, aber... Wie geht's denn da rein? Gibt es irgendwo versteckte Blocks oder sowas? Da unten ist was. Also ich weiß schon, warum Leute das hier nicht schaffen, weil sie nicht wissen, was sie... Ach so. Okay. Ich weiß, was wir brauchen. Und zwar, wir müssen diese Blöcke vermutlich zerstören. Damit wir da durchgehen können. Also, Camog darf nicht sofort draufgehen. Einmal groß, das geht in Ordnung, hoffe ich mal. So, jetzt haben wir ihn hier. Genau. Oh. Ja, sehr gut. Okay, damit ist er weg. Ach du heilige Scheiße. Okay, anhand der Coins kann man sehen, wo die hinspringen. Das ist gut gemacht. Ja, das gefällt mir auch wieder richtig gut. Also, jetzt muss ich nur auf diesen kleinen Drecksack da aufpassen. No! You ass. Oh, hätte ich den vielleicht anders nutzen können? Da muss ich ganz kurz nochmal warten. Oh, no, 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 no. Oh, aufpassen. Huhuhuhu. Okay. Erste Try ist geschafft. Uff. Okay, Nummer 2. Oh, no. No. Warum? Es riecht doch schon wieder danach, dass ich die Dinger kaputt machen muss. Das machen so viele so gerne. Und ich kann verstehen, warum, aber... No, no, no. Merkt man schon, dass ich da mit so überhaupt nicht klarkomme. Ah, Mann, ey. Okay, die springen zum Glück nicht allzu hoch. Aber ist trotzdem fies. So ist nicht. Okay, hier kann man zum Glück mit Geschwindigkeit ruhig arbeiten. Wow, da kommt immer was anderes raus. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das war stinkdumm, ey. Also, mit dem anderen Ding konnte ich besser arbeiten. Oh Mann. Ich dachte, die kann man kaputt machen, aber da sieht man mal wieder, wie wenig ich von diesem Spiel weiß.
Und das ist auch das Problem gewesen mit dem dritten Level. Meine grundlegende Idee hat einfach nicht funktioniert, weil ich nicht wusste, dass das der Fall ist. Ohne halt jetzt zu viel zu spoilern dabei. So, einfach aufpassen. Vor allem der Witz ist... No! Der Witz ist überhaupt nicht... Ich glaube, ich werde nicht das in des zweiten Levels oder der zweiten Herausforderung sehen, aber weil ich zu lange mit der ersten brauche. Auch hier wieder ist durchaus interessant, dass man den Drecksack hier zu seinem Vorteil nutzen muss. Das Problem jedoch ist... Oh! Oh, no, 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 no. Das Problem jedoch ist... Das ist echt fies. Das Problem jedoch ist, dass man Camok nicht kontrollieren kann. Ja, das kann man zum Beispiel ohne Probleme hinbekommen. Aber alles andere... Da sieht man zum Beispiel, er hat jetzt zum Beispiel nur drei Monster beschworen. Wo beim letzten Mal... Wow, Pilz war. Kann man hoch... Dankeschön. So einfach ist es manchmal gar nicht. So. Okay. Einmal groß werden, bitte. Dann machen wir das jetzt richtig. Und vor allem... Oh, no. Habe ich es nicht gesagt, dass ich die Dinger hasse? Menno. Auf den Dingern kann ich so überhaupt nicht springen und vermutlich viele andere Menschen auf dieser Welt auch nicht. Menno. Das ist ein Level, das cool sein könnte, aber ich denke, es scheitert an ein paar Sachen. Gerade hier, dass er ziemlich zufällig ist. Jetzt bekomme ich einen Spiny. Gegen den ich nur schwer was machen kann. Das Fiese ist, wenn ich jetzt hier unten durch will. Ja. Ich meine, ich habe wenigstens erstmal Camok besiegt. Das geht. Ja, also ich denke, es ist eine nette Idee. Aber leider hapert es da so ein paar Sachen, die es einfach nur nervend machen. Das ist ein bisschen schade. Das ist wirklich, wirklich schade. Aber... Im Endeffekt muss man mit leben, dass nicht jedes Level vielleicht für einen selber machbar ist. Piranha Attack. 44% haben das Ganze geschafft. Das sieht interessant aus. Gerade kurz nach der Hälfte, wo diese beiden Röhren sind, die mehr oder weniger halt den Weg zumachen. Gucken wir uns das mal an, aber 44% ist eine gute Rate. Okay, los geht's. Mal groß, okay. Okay, also wie der Name des Levels schon verraten lässt, hier sind sehr viele Piranha-Pflanzen am Start, aber du gehst weg. Okay. Mal ganz kurz aufpassen, die wegbekommen. Meine Frage ist... Das reicht natürlich nicht aus. God damn it! Ja, jetzt ist die Frage, ob man das Level überhaupt noch schaffen kann. Ich weiß also, wo wir hin müssen. Alles klar. Ja, und damit kommen wir auf das andere Level. Dann gehe ich davon aus, wenn wir das hier schaffen... Oh, okay. Interessanterweise verlieren wir damit automatisch unseren roten Panzer, weil wir unverwundbar sind. Achtung, hier kommt ein Loch, genau. Ja, machbar. Aber gleichzeitig auch interessanterweise nicht wirklich sonderlich spannend gewesen. Perfect Difficulty. Eigentlich nicht. Der einzige Herausfordernde war, dass man wirklich denkt, man könnte fliegen. Bestimmt kann man es auch. Aber vielleicht habe ich das nicht hundertprozentig getimed. Obwohl, ist die gute Frage. Ich dachte, ich bin fast perfekt losgelaufen. Und da haben, glaube ich, noch ein oder zwei Balken gefehlt gehabt, bevor wir halt das Maximum erreicht haben. Also ich bin mir nicht sicher, ob man darüber fliegen kann.
Ich habe mich besser anstellt. Aber gut. So, und damit war es das auch schon wieder. Ich finde es schade mit Wall Jump Bumps, dass ich das nicht geschafft habe. Vor allem, ganz kurz, will ich mal ganz kurz nochmal gucken, in großer Ansicht, was musste man danach noch machen? Danach kam wirklich, glaube ich, nur noch dieser eine wirkliche, oh boy, da hinten kommt noch irgendeine Sache, die man hochklettern muss. Weil wir könnten theoretisch das Level speichern. Weißt du was? Ich will das mal machen, weil ich das noch nie selber gemacht habe. Okay, und damit können wir uns selber das Level mal kurz angucken und sehen, was jetzt danach noch kommen würde. So, wir würden jetzt hier hochspringen und dann müssten wir darüber machen. Einfach mal von hier aus unseren Versuch. Einfach mal, um zu sehen, was jetzt kommen würde. Oh. Okay, so machen wir das. Damit kriegen wir das gebacken. Wunderbar, haben zwar nicht 100 pro... Oh, man muss, während man dann getroffen wird, die Unverwundbarkeit ausnutzen. Ja, also ich denke, das ist ein gutes Level, nur dieser eine Sprung. Nur dieser eine Sprung, weiß ich wirklich nicht, wie man das machen soll. Wenn man den Sprung macht, dass man hier wirklich... Ich denke wirklich, dass man halt Sprung, drehen und so weiter machen muss, bis man hier hochkommt. Ich hatte es ja einmal fast, bis ich dann weggerutscht bin. Ah, das ist echt fies. Also diese Distanz dazwischen ist echt fies. Und das ist auch die nächste Frage, die ich habe. Ob man das Ganze theoretisch... No, ich glaube, bleibe ich jetzt hängen. Oder... Nee, ich arbeite mich, glaube ich, ganz langsam voran. Come on. No, no, das war's fast. Aber das ist es im Endeffekt. Ja, das Level gefällt mir richtig gut. Aber dieser eine verdammte Sprung. Dieser eine verdammte Sprung. Okay, gehen wir über damit zur nächsten Person. Und zwar Devious Vacuum. Und wir starten wieder von ganz unten, weil das sind immer die ersten Level, und zwar Mushroom College. Gucken wir uns das Ganze mal an, das ist ein relativ kleines Level, wo man aber sich gut Sachen durchprügeln muss. Und die Chance ist bei 21%, oder diese 21% haben es geschafft. Das ist nicht viel, aber es ist ein bisschen mehr als 5 oder 8%. Natürlich... Das ist das Lustige, man sieht, wie viele Leute wirklich immer mit diesen Mystery Mushrooms ihre Level starten, einfach weil es funktioniert. So, das Lustige ist, ich kann mich, glaube ich, einfach hier drunter verstecken. Jo. Das ist durchaus eine coole Safe Zone. Jo. Auch hier wieder relativ schnell sein. Und hier ist, denke ich, wirklich das Beste abzuwarten, damit man nicht diesen einen Sprung da oben nehmen muss. Meine Frage ist, wie lange muss ich hier warten? Ist da oben vielleicht ein Spawner? Ich warte einfach mal ganz kurz noch den einen ab. Okay, gut. Oh boy. Tehehe, meins. Sehr schön. Und das Lustige ist, dass ich vermutlich mit dieser Sache gar nicht mal viel anfangen kann. Jo. Okay, damit haben wir den verloren. Das geht aber noch in Ordnung. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht die Sache verlieren, während wir irgendwo wichtig sind. Soll das Dollarzeichen darstellen? Okay, ist aber nur eine Möglichkeit, das einsammeln zu können. Oh boy! Okay, dann hat man sich jetzt im zweiten Teil gedacht. Oh boy, fies. Ah, machbar. So, jetzt werde ich hier gejagt, aber ich denke, wenn wir uns beeilen... Oh! No, 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 no! Nicht springen, nicht gierig werden, schaffen, sehr gut. Also, es ist ein Level, wo man wirklich sagt, es ist so ein Beginner-Level, aber ein Beginner-Level, wo man schon so ein bisschen mitgedacht hat und es auch vor allem geschafft hat, die Herausforderung so ein bisschen ansteigen zu lassen. Also, ich würde wirklich sagen, ja... So simpel jetzt so entertaining. Ich denke, das ist wirklich gut gemacht. Auch gerade eben die Idee, dass man unter
sich Blöcken verstecken kann, damit die Minions an einem vorbeigehen. Also es ist nicht so, dass man wirklich jeden Sprung machen muss und dann den ganzen Sachen wie den Bullet Bills und den Bullet Bills, die einem folgen, irgendwie ausweichen muss. Nee, man hat immer noch so gewisse Möglichkeiten, ausweichen zu können. Dementsprechend gut gemacht. Okay, nächstes Level ist Legend of the Hidden Castle. Super Mario Bros. 3 Level. Und das Level ist sehr interessant designt, dass man oben so eine Kappe drauf gesetzt hat. Es wirkt schon fast wieder so, als gäbe es eine Möglichkeit, eine Sache obendran vorbeilaufen zu können. Gucken wir einfach mal. 20% haben es geschafft. Was ich wirklich interessant finde, dass nur so wenige Leute dieses Level geschafft haben. Denn ich meine, das ist nicht so auch das erste Level jetzt ganz speziell. Nicht so schwer war. So, jetzt pass ich mal ganz kurz auf, dass ich nicht von dem Ding getroffen werde. Gut. Eine Frage habe ich. Ja, der schießt, glaube ich, immer nur dahin. Oh, boy. Da habe ich ja mal gar nicht aufgepasst. So, ich denke, ich kann... No, ich kann nicht. Ich wollte wirklich gucken, ob ich halt... Sag mal... Es gibt so gewisse Level, wo man diesen Swamps einfach entlaufen kann. Wo man einfach schnell genug ist und gerade eben in keine Probleme gerät, aber... Nicht mit diesen Fähigkeiten, nicht mit diesen Manieren. Ah, ich dachte, ich krieg's hin. So, gehen wir mal ganz bewusst die untere. Ich merke gerade, dass ich mich gar nicht mehr ducken kann. Oh no! Keine Hammer Brothers! Okay, den kann man zum Glück so halbwegs ausweichen. Ja, das ging in Ordnung. Meine Frage ist, lustig, wie Leute wirklich scheinbar mit ihren frühesten Level bereits diese Idee mit den, das war dumm, mit den zerstörbaren Wänden haben. Und ich denke, ich muss das ein bisschen anders gleich machen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man nicht einstellen kann, wie häufig diese Viecher spawnen. Oder allgemein Gegner aus solchen Bereichen. Das hätte ich persönlich ganz cool gefunden, dass man wirklich das einfach selber bestimmen kann. Oh, das war ein schöner Stoß. Beim Curling würde man mich jetzt verpflichten zum professionellen Spieler. Also auch das wieder ein Level, das meines Erachtens richtig gut ist, also. Und das ist so meines Erachtens sehr, sehr wichtig, dass man ein Balancing findet. Man möchte meines Erachtens lieber ein Level spielen, das ein bisschen einfacher ist als zu schwer. Und dementsprechend, ja, Multiple Paths waren theoretisch auch da gewesen. Obwohl man, wohl doch eigentlich, man hätte oben lang gehen können bei der einen Situation oder unten, wie wir das Boot nutzen. Und dann hatten wir, glaube ich, auch nochmal die Chance, unten lang zu laufen, wo wir dann wiederum oben lang gegangen sind. Ja, also ich denke, hier gibt's nichts zu meckern. Einzige Interessante ist wirklich nur, dass die Chance, oder die prozentuale Chance, relativ niedrig ist. Aber hier muss man auch immer so ein bisschen anmerken, gerade wenn man durch meine Teile angeguckt hatte, da war es auch häufig der Fall, dass ich einfach einen Level gespielt habe, irgendwo hängen geblieben bin und es gar nicht großartig weiter versucht habe. Und da könnte es logischerweise auch der Fall sein, dass sie die über die 100 Mario Challenge angetroffen haben und einfach nach dem ersten Versuch keine Lust mehr hatten, weil sie dachten, das ist eventuell ein Bullshit-Level. 42% haben es geschafft. Who can afford two boats? Das haben wir also wieder ein Airship-Level. Und zwei Boote halt, ja. Ich meine, ich spann gerade das Ende. Dass sie so, keine Ahnung, was es darstellen soll. Vielleicht soll das tatsächlich irgendwie Rauchwolken darstellen. Oder eine Fahne. Keine Ahnung. Gucken wir es an. Who can afford two boats? Das ist eine gute Frage. Jans reichen aus Mushroom. Oh boy. Oh boy, wer baut denn bitte so was? Okay, hier haben wir ein Level, wo extrem viel Zeug auf einen zukommt. Und ich bin froh, dass ich mich hier drunter verstecken kann. Und die wegmache. Oh boy. Schaffe ich das? Ja, sehr gut. Das ist leider kein Checkpoint. Das ist einfach nur eine Hintergrundsache. So, und ich gucke jetzt mal ganz bewusst, was hier noch drunter ist. Oh, interessant. Was passiert jetzt eigentlich? Ah, wir verlieren die eine Sache. Selbstverständlich ist es manchmal nicht, wie das Spiel gewisse Sachen regelt.
Die einzige Sache, wo man ganz klar weiß, ist, dass wenn man halt klein ist, dann... Oh, brauche ich die? Das wäre interessant gewesen, dass man irgendwie hätte diese Bombe transportieren müssen, aber... Nope. Okay, bis auf am Anfang, wo meines Erachtens ein paar zu viele Gegner am Start waren, war es eigentlich auch in Ordnung. Aber gleichzeitig war es meines Erachtens auch nicht ein Level, das allzu interessant war. Was aber auch gleich wieder sich an der prozentualen Chance sehbar war. Was sag ich mal, prozentuale Chance? 97,29%. Wow. Und zwar Bouncy Castle. Das scheint nicht sonderlich schwer zu sein. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Es scheint kein Autoscroller zu sein. Es scheint einfach nur nervig zu sein, durchzukommen. Oh boy. Jupp. Meine Frage ist, können mir die Dinger was ausmachen, während sie da drauf hüpfen und ich es nicht schaffe, hier hochzukommen? Hallo? Ah. Oh, interessant. Damit kann man die kaputt machen. Ich dachte wirklich vielleicht, dass die, wenn die genau zeitig springen, dass sie mich vielleicht damit erdrücken könnten, aber no. Interessant. Vor allem, dass auch die da unten bleiben. Ja, ich finde es cool gefunden, wenn man sagen würde, die wären wenigstens oben. Oh, die einzige nicht die einzige Herausforderung, sondern die einzige Möglichkeit weiterzukommen, weil man sich klein machen muss. Ich meine, das wäre eine coole Idee. Es machen halt relativ viele ROM-Hacks, wo man halt wirklich sagt, haha, du bist groß geworden, automatisch verlierst, also du musst vielleicht eventuell gewissen Sachen ausweichen. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber dass man wirklich vielleicht sagt, man braucht in einer gewissen Sequenz gerade die Möglichkeit, groß zu sein. Wie im Endeffekt bei Amazing Laser, Amazing Lasers Level. Oh Gott, die Sounds. Wo man halt wirklich die Power-Ups braucht, um diese eine Sache da hochklettern zu können am Ende. Ja, das Level war jetzt meines Erachtens eher nervig. Ja, und er hört natürlich nicht auf zu springen. Passend zum Namen. Okidok. Jetzt kommen wir schon zum... Oh, da kommen noch... Holy moly, da kommen ja wirklich noch einige. The Most Dangerous Game. Wieder relativ kurz, Level, obwohl ein bisschen länger als die anderen. Es gibt eine Möglichkeit, sehr simpel über Bowser rüberzukommen. Und wie viel waren das? Das waren 27%. Von so sieht es aus wie ein Stück Tofu. Hier sieht es eher aus wie ein Domino-ähnlicher Stein. Beziehungsweise halt. Aber das Interessante ist, immer wenn wir uns bewegen, verändert sich auch unser Symbol so ein bisschen. Ja, das ist vermutlich ein. Ist irgendein Spielstein von einem japanischen Spiel. Oh nein, nicht schon wieder der Schweiß. I'm no fan. Vor allem, ich kann den Spaß ja nicht mal. Ja, nicht mal aufheben. Das heißt, ich muss einfach nur das gescheit timen. Alles klar. Das war die falsche Richtung. No, ich kann die Dinger mit dem Ding gar nicht aufheben. Ah. Also das ist so eine Sache, wo ich mich manchmal wirklich schwer tue. Und das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich A, die Spiele nie wirklich gespielt habe. Und B, keine wirklich große Lust habe, das zu lernen. Ich weiß, die eine Sache halt, oh boy, mit New Super Mario Bros., dass man da Wände klettern kann. Aber in welchen man was dann anders wiederum machen kann. Ich denke, vielleicht der allererste kann man keine... Also ich weiß, man kann keinen Spin-Jump machen. Ich kann auch keine Sache aufheben. Ich denke, das ist der erste, ne? Und das war's dann schon wieder. Jetzt muss ich im Endeffekt nur noch dieser Sache ausweichen. Ach du Heilige. Meine Frage ist tatsächlich, ob Bowser irgendwie... Ach du Heilige. Also Bowser ist immer ein Problem, weil er ab einem gewissen Punkt einfach anfängt, seine Feuerbälle zu spucken. Man kann meistens nichts viel großartig dagegen machen. Aber hier wirkt es so, als wäre das irgendwie getimed gewesen. In den meisten Fällen hat es nämlich einfach funktioniert, ohne größere Probleme. Ja, hier muss ich echt zugeben, da weiß ich nicht, was ich davon halten sollte.
Ich denke, das große Problem war, dass man wirklich einfach nicht Sachen aufheben konnte. Dementsprechend war das Level eine ganze Ecke schwerer. Bigger on the inside. Und ich sehe schon Hey und Duck als ausgeschriebene Wörter hier. Und vor allem, mir gefällt das Thumbnail so überhaupt nicht. Überhaupt nicht. 41% haben es aber geschafft, also denke ich, dass wir das ebenfalls schaffen sollten. Super Mario World ist das Level. Oh boy. Das Fiese ist immer, wenn man... Okay. Da ist jetzt bisher noch nicht... Hey. Hi. Bin ich jetzt dumm? Hier geht's nicht weiter. Ah, okay. Oh, das ist natürlich jetzt fies, die unsichtbaren Blöcke zu finden, während... Oh, okay. Man muss sie aber trotzdem erstmal finden. Okay, sind aber machbar. Aber nicht selbstverständlich. So, kann ich jetzt hier drauf? Ja, hier kann ich draufstehen bleiben. Da. Ist jetzt hier irgendwie auf der anderen Seite weiterhin? Weil das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte wirklich, dass man... Das Nervige ist, dass man jedes Mal wieder runterplumpst. Ich dachte wirklich, dass wir jetzt ganz bewusst auf der anderen Seite wäre. No, no! Okay, nicht zu schnell ganz zu machen. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich trotzdem besser gefunden hätte, wenn das Ding auf die andere Seite rübergegangen wäre. Ich denke, ich hätte man es einfach kürzer gehalten. Weil wäre man wirklich so leiternartig nach oben, der schön hier mit einem Checkpoint, wenn man so sehen möchte, hätte man das Ganze leiterartig, ach du Heilige, ist das schnell, gemacht, dann... Okay. Dann hätte das einfach nur super lang gedauert. Ja, also auch ein Level. Ich denke, wir sind gleich wieder am Ende. Vollkommen in Ordnung. Hier zum Beispiel ist so eine fiese Sache. Oh, hi. Okay, nicht länger aufhalten. Wo mich einfach nur diese eine Sache stört. Und das ist jetzt lustig. Lass mich raten. Geht der jetzt wirklich da durch die Tür wieder raus? Nee, er macht nichts. Schade. Weil das hätte ich lustig gefunden, dass er wirklich da rauskommt, das Ding mitnimmt und dann da wieder reingeht. Also mir jetzt einfach, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist fein, dass wir nach jedem Sprung immer wieder runtergeplumpst sind und das immer wieder neu machen mussten. Aber im Endeffekt, anders wäre es uns keine Herausforderung gewesen. So, Haunted Mansion. Der Level, das relativ kompakt am Anfang ist und dann kommt eine relativ große Zeit von nichts. Wo ich mich jetzt schon wieder frage, wie wir das schaffen wollen. Auf jeden Fall haben das 15%. Das ist schon ein bisschen niedriger wieder. Scheint also ausnahmsweise mal keine... Oder mal wieder keine Selbstverständlichkeit zu sein. Interessant. Lass mal ganz kurz warten, was diese Kollegen da jetzt machen. Okay, die springen dann lang und dürfen dann unten weiterlaufen. Dann wäre es lustig, wenn die irgendwie eine Möglichkeit bekommen würden, wieder hochkommen zu können, um mit wieder springen zu können. So gehen wir aber mal hier ganz bewusst an die Wow-Ecke. Okay. Das Feuer da oben ist sehr interessant platziert, weil ich nicht weiß, was es einem sagen will. Okay. Da ist ein Stern am Start. Der jetzt... Oh, wegrennt. No! Ach, Mann, ey. Das ist natürlich echt fies. Ich habe auf den Stern mich konzentriert und nicht auf... Ja, ich renne jetzt hier einfach durch. Und da weißt du, wie hat es der Stern da rausgeschafft? Okay, jetzt war ich zu hastig. Wie hat es der Stern da rausgeschafft? Bei mir war der Stern draußen.
Das ist interessant. Jetzt mal wieder einen Ticken langsamer, damit ich gerade eben nicht von den Knochen getroffen werde. Gut. Jetzt ist er schon wieder nicht drin. Das ist interessant, aber ich weiß, ignorieren. Beziehungsweise mitnehmen. Das mitnehmen. Wunderbar. Alle ab. Und jetzt das Ganze richtig machen. Yay! No! Verdammt, jetzt kommt meine eine große Schwäche. Ich weiß nicht, wie man mit dem Ding umgeht. No! Denn es ist nicht einfach nochmal Sprungtaste drücken. Ich weiß wirklich nicht, wie man mit den Dingern umgehen muss. Und da wäre es wiederum cool, wenn man diesen einen Bullet Bill irgendwie beibehalten müsste. Aber das ist nicht der Fall. Das Problem ist... Lass uns das einfach mal ganz kurz hier testen. Deswegen, ich kann nicht einfach mit der Sprungtaste das Ganze wieder weiter nutzen. Also, hier kann mir jemand gerne mal erzählen, wie man das richtig macht, denn ich weiß es nicht. Das ist ein Problem, ich weiß nicht, wie man den nutzt. Man muss mir selber irgendwann mal ein Level bauen und das testen. Letzter Versuch. Aber schon wieder den Punkt erreicht, wo mir die einfachsten Sachen nicht funktionieren. Was ist interessant, wo dieser eine Goomba immer wieder herkommt? Oh no, aufpassen. Ich verstehe es nicht. Es gibt nur begrenzte Tasten in diesem Spiel. Und keine davon lässt mich wieder hochschießen. Also ich weiß es leider nicht. Ich weiß es leider wirklich nicht. Das Level selbst... Bis auf die eine Sache, die ich persönlich einfach nicht hinbekomme. Was leicht traurig ist, aber normal ist es so. Es ist sehr viel Zeug, was oben passiert, aber man greift nicht darauf zurück. Pizza Oven. Mhm. Wie viele haben das geschafft? Ja, nicht allzu viele mit 35%, aber es ist wieder eine höhere Zahl. Ist ein relativ langes Level. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Oh no, kein fucking Autoscroller. Okay, also, je nachdem, wie das Ganze hier abläuft, wird das ein Level sein, das... Ach du Heilige... Aber es ging in Ordnung. Okay, also hier sollen wirklich Pizzastücken simuliert werden. Und man kriegt sogar... Oh no... Okay, aber hier geht es eigentlich nur darum, abzuwarten. Wenn man hier nicht übereilt reagiert, passiert hier gar nichts. Ja. Einfach nur schön langsam, einfach schwimmen. Und dann hat man das auch schon. Mhm. Seid mir missfallen einfach Autoscroller, weil in den meisten Fällen es wirklich der Fall ist, dass die bei Weitem viel zu schnell sind. Oh boy. Oh boy. Ja, und das ist fiese. Man wartet nämlich hier automatisch ab. Einfach, weil man auf die Plattform wartet. Oh no. Oh, okay. Ja. Das war ein guter Autoscroller. Vor allem, das Lustige ist, bei einem Autoscroller freut man sich über Level, die gerade eben nicht schwer sind. Weil man dann meistens halt schon mit dem Zeitdruck zu arbeiten hat. Dementsprechend hier auch vollkommen in Ordnung. Ein Level wird mit... Ja, vielen Dank, einem Stern versehen. Manchmal fies, wie lange das dauert. Okay. Ja, das ist ein Level, das vielen Leuten gefallen hat und wurde auch von vielen Leuten gespielt. Space Station. 15% haben es nur geschafft. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass sie geschafft hat, das Level mit Blöcken zu füllen, ohne dass es ans Limit geht. Denn das ist so eine Sache, die mir persönlich auch missfällt. Wie schnell das Level eigentlich vollgefüllt werden kann. Yay. Und die... Oh, das Level ist nicht zugefüllt,
oder überfüllt, sondern da wurde die Hintergrundtextur, glaube ich, verwendet. Oder? Ich glaube ja. Und das ist clever. Und das ist auch so eine Sache, die viele Level, die ich zum Beispiel auch selber mache. Das war dumm. Kann ich hier hinkommen? Kann ich da hochspringen? Nee, da fehlt es, glaube ich, ein bisschen an Platz. Ja, also ich soll dann definitiv nicht hoch. Was vielen Leveln einfach fehlt, ist Dekoration. Viele Level sind wirklich einfach nur, hey, hier sind ein paar Sprungplattformen und nichts drumherum hier. Klar, ist auch noch relativ simpel gehalten, aber es sieht einfach besser aus, wenn man so ein bisschen halt versucht, das Level zu gestalten, als einfach gar nicht. Okay, how the fuck? Ich denke, ich musste einfach nur Geschwindigkeit nutzen, nicht den Kollegen opfern. Alles klar. Ich mag unsichtbare Blöcke nicht, muss ich ganz echt zugeben. Oha. Einfach weil es nicht immer sofort offensichtlich ist. Da oben ist etwas angebracht, was nichts tut. Das war machbar. Sah aber aus dem ersten Blick ein bisschen gefährlicher und fieser aus. Cool, hier will ich ganz bewusst hingehen und keinen von denen angreifen eigentlich. Oh, und hier war fies, weil man wieder nicht sehen konnte. Das Level erinnert aber wirklich leicht an wie. Zumindest diese Stelle hier kommt mir bekannt vor. Ja, das ist definitiv das Level, wo man immer nach oben und nach unten springen muss. Ja, ich meine, das ist ja das Spieldesign denn da. Aber man sieht's. So, ich gehe jetzt ganz bewusst hinten hin. Ich weiß nicht, ob hier was ist. Okay, hier ist in Wirklichkeit nichts viel drin. Aber die Idee ist definitiv sehr cool. Naja, okay. Das hätte man vermutlich besser machen können, aber natürlich der Witz ist bei wie, dass man die Plattform drehen kann. Bitte halt entscheidet, ob man oben oder unten dran klebt. Und dementsprechend sind sogar viele Sachen in der Hinsicht einfacher, lustigerweise. Aber hier geht's nicht mal. Also, ist ein bisschen fies zu sagen, was man von dem Level halten soll. Einfach weil man sagt, hey, das Level ist ganz cool gemacht, aber gleichzeitig muss man auch sagen, das Level ist mehr oder weniger von jemandem anderen. Hier wurde einfach nur die Idee übernommen und halt für Mario angepasst. Was nicht unbedingt schlimm ist, so ist nicht, aber halt, es ist eine Sache, die man nicht vergessen darf. Oh, das war schlicht. Wie ist auch ein Spiel, das ich nicht durchgespielt habe, aber. Oh, hi. Das liegt auch daran, dass ich einfach kein guter in Plattformen bin. Dementsprechend, das ist vermutlich ein Spiel, das ich nie durchspielen werde. Ich habe es angefangen, definitiv, aber mehr wiederum auch nicht. Also hier ist wirklich einfach nur gut nachgebaut, aber die wirklichen Credits sollte man logischerweise denen geben. Amiibo Mania. Kann ich jetzt darauf... Interessant. Das wollte ich nämlich auch mal testen, ob man einfach auf ein Level klicken kann, in der Hinsicht, wenn sie unten angezeigt werden, und kann sie dann spielen. Okay, hier ist einfach der Witz, dass man wirklich alle Amiibos vermutlich bekommt und angucken kann. Und natürlich ist das so ein Level, wo viele Leute natürlich darauf kommentieren, weil es ihnen gefällt von der Idee. Aber weil viele Leute vermutlich nicht alle freigeschalten haben oder auch nicht wollen. Also hier ist wirklich einfach nur diejenigen, die sich es angucken wollen. Sehr cool. Aber als Level selbst ist es, denke ich, klar, dass es nicht allzu interessant ist. Du kriegst aber trotzdem hier dein Sternchen. Genau, sehr gut. Deswegen, da unten steht zum Beispiel nur andere spielen dieses Level. Das bedeutet nicht automatisch, dass wir die auch automatisch auswählen können auf die Art und Weise. So, ich würde sagen, dann machen wir tatsächlich nur noch die restlichen Level von ihr. Na, dann sind wir auch schon wieder an unsere Ecke gekommen. An unsere Grenzen gekommen für dieses Level. Video. Save us, Super Mario. 37% haben es geschafft. Dann gucken wir mal.
Okay, Super Mario logischerweise braucht ein Cape in dem Zusammenhang. Oh boy. So, als allererstes Sonne. Vielen Dank. Ist hier oben irgendwas? Da ist zwar was, aber nicht, was wir nutzen können. Entsprechend nutzen wir die Wolke, solange es geht, für uns aus. Oh, das ist natürlich eine Sache, die ich nicht haben wollte, aber... ja. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man Clouds, Capes und Sterne eingibt. Man läuft im Endeffekt an allem vorbei. Ja, the first lucky to cloud, let me skip pretty much the entire course. Dementsprechend, don't lose the mushroom. Ja, ich finde immer so Level interessant, wo man irgendwas am Leben behalten muss oder Skeleton Secret oder halt irgendwie mit sich nehmen muss. Und da haben wir später von Dan Reichardt, das wir vermutlich ja beim nächsten bzw. letzten Teil uns dann mal angucken werden. So, Skeleton Secret 34,61%. Das ist zumindest vom Design her, was wir kurz sehen konnten, schon gar nicht mal uncool. Das ist alles, was ihr Wario gibt, wo er so ganz leicht drüber guckt. Nicht irgendwie ein Wario-Sound, wie er spricht, oder ein Furz. Meine verdammte Super Mario Bros. Charakter basiert darauf, dass er nur mal rumfurzen ist. So, das ist vermutlich der Arm. Und der Arm hat interessanterweise ein... eine Tür. Und diese Tür will ich mir angucken. Ich meine, das kann man hinkriegen. Wir können hier leider keine Spin-Jump nutzen. Aha! Aber wenn man von oben hochspringt... haben wir damit jetzt wirklich gerade das komplette Level übersprungen? Ich meine, das ist eine nette Idee, weil viele Leute einfach nur sagen, oh, das ist einfach nur die Arm von dem Skeleton, oder der Arm vom Skeleton, und dementsprechend ist da nichts. Leider was hinzubauen, wo man vielleicht auch nicht automatisch hinkommt, aber das Fiese ist natürlich, ich habe jetzt einfach alles übersprungen gehabt. Bisschen schade, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil da ist so viel Level noch gewesen, was man hätte noch machen können. Und Pizza auf und 2 Extra Cheese mit dem Thumbnail Pizza. 12% haben es nur geschafft. Wow. Das sieht nach einem Level aus, das eigentlich machbar sein sollte. Bin mal gespannt. Okay, ist kein Autoscroller. Wir starten also schon mal einen Ticken angehen. Oh, Nima. Interessant. Okay, das Spiel möchte von einem, dass man diesen P-Switch ausnutzt. Jau, 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 jau. Überraschend, ne, überraschend. So, lass uns mal probieren, nicht da reinzugehen. Ganz bewusst, oh, wir müssen da rein, oder? Gucken wir ganz bewusst nochmal die andere Ecke an. Okay, hier geht's ebenfalls rein, aber in einen komplett anderen Bereich. Das ist natürlich interessant, so. Die Dinger folgen mir, mhm. Okay, die Ecke wirkt jetzt aber bei weitem angenehmer. Und, ich glaube, ich habe einen Fehler zum Level gefunden. Das konnte man nämlich in der Levelübersicht schon sehen. So wie das alles wirkte, wenn man irgendwie schafft, zu hoch springen zu können, dann kann man einfach oben drüber laufen. Schade eigentlich. Ich meine, das allererste, was man betreten konnte, dieser allererste Bereich, der war fies. Aber weil jeder falsche Sprung der Tod bedeutete. Also so gut wie. Und tja. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zuletzt noch hin und gucken uns nochmal diese letzten drei Level an. Ich denke, das geht in Ordnung. Event Level, und zwar Katzen Peach Level. Für dieses Level ist Katzen Peach aus der Katzen Mario Show verantwortlich, die ihr im Nintendo eShop oder auf YouTube sehen könnt. Es ist ein sehr schwieriges Level voller Feinde und Fallen, aber wenn ihr hartnäckig bleibt und es immer wieder versucht, kommt ihr sicher zum Ziel. Irgendwann.
Prozentuale Chance, dieses schaffen, 9. Holy moly, das ist echt nicht viel. Ja, und diese Katzen-Mario-Show, die habe ich hier und da mal halt als Werbung gesehen gehabt. Aber logischerweise, das wirkt wie eine Kindersendung. Und ach du heiliger Makrele, what the hell? Okay, what the shit is this? Vor allem das Üble, man will ja nichts hier angreifen. Also es ist definitiv nicht unmachbar. Aber es ist trotzdem Level voll mit Bullshit. Wenn wir wirklich einfach darauf hoffen. Der hat jetzt einfach den Block kaputt gemacht. The fucking shit ist das. Und das Schöne ist, dass an all diesen Leveln Sachen sind, die man bekommen könnte. Dementsprechend, es wäre schön gewesen, das Level zu schaffen, aber das Level ist größter Bullshit. Für dieses Level ist Katzen Mario aus der Katzen Mario Show verantwortlich, die ihr im Level finden könnt. So, es ist ein schöner, geradliniger Level mit vielen Elementen, die nur bei Super Mario Maker möglich sind. Mhm. Interessant. Und das Level an und für sich sieht sehr übersichtlich aus, aber 54% haben es geschafft. Das sieht natürlich schon bei Weitem besser aus. Es ist interessant zu sehen, wie lange das braucht, immer zu laden. Als wären die Level gefühlt anders. Was man hier in Dash ja schon mal gesehen hatte, gerade bei diesem Event-Level, wo irgendwelche extra Sounds abgespielt werden, zum Beispiel bei diesem Rhyme Buster, wie auch immer. Cool, hätte ich das Ganze auch anders schaffen können, dass die ersten beiden auch noch umgenietet werden? Scheinbar nicht. Ja, nett. Nett. Okay, danke. So, Frage ist, kann ich hier noch irgendwas rausziehen? Nope, da ist aber nichts mehr. Ja. Also, das war jetzt ja super piss einfach. Also, das Speech-Level ist ja extremst übel. Und das ist extremst einfach. Also, keine Ahnung, wie man das Speech-Level schaffen soll. Ohne jetzt 5 Milliarden. Ja, natürlich. Katzen-Mario wurde hinzugefügt. Es ist interessant, dass Katzen-Mario gelb ist. Wenn man gerade so aussieht, hier Peach hat logischerweise pink bekommen. Aber weil das ihre Farbe ist. Aber warum Katzen-Mario nicht rot behalten hat? The fuck? Yay, Basic Jump Exercise wurde von Emmett gespielt. Cool. Bei einem Wettbewerb der japanischen Zeitschrift Famitsu hat dieser Level die meisten Punkte erhalten. Baumeister Vanilla Kondo. Hier habe ich alle Ideen meiner bisherigen Level kombiniert und ein paar neue Tricks hinzugefügt. Marios niedlicher und verlässlicher Partner Yoshi kann seine gesamten Fähigkeiten demonstrieren. Oh no, 6%. Ich sehe es doch schon kommen. RIP Yoshi. Obwohl, ich sehe jetzt zum Beispiel gerade, ist da zwar ein großer Bereich, ein großer Sprung, wo man theoretisch Yoshi opfern könnte, aber das sind Plattformen. Yoshi ist großartig. Oh, bitte, kein Blödsinn mit Yoshi. Yoshi ist cool, Yoshi sollte nicht drauf. Oh, what? Okay. Soll man Yoshi ignorieren? Oder ist der Witz... Lass mal was anderes probieren. Und zwar, wir stellen uns jetzt hier ganz bewusst hin. Ne, das war nicht so hundertprozentig gemeint. Dass die Idee tatsächlich ist, dass man mit ihm Schaden nehmen soll, damit er halt... Ich gehe davon aus, dass Yoshi oben lang laufen muss. Das ist vermutlich der Witz. Oder? Yoshi kann auf den Dingern laufen, oder?
Die Idee war richtig, die Umsetzung noch nicht. So, ich muss weiterhin hier hingucken. Und keine Panik ziehen. Genau. So, jetzt muss ich mich selber beeilen. Jetzt kommt die Frage, muss ich irgendwie das zeitlich richtig timen? Muss ich den stets irgendwie im Screen behalten? Oh, ich muss mich vor allem beeilen, damit Yoshi nicht ins Aus läuft. Mhm, genau. Ah, er macht aber auch hier rechtzeitig Halt. Gut. Ja. Das ist eine sehr gute Idee, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ach du Heilige. Oh, wow, what? Lass mal testen, ob ich die essen kann. Nope, die kann ich nicht essen. Muss ich den jetzt hier wirklich zurücklassen? Wie komme ich an der Sache vorbei? Ja, und das ist ein bisschen das Problem, dass es hier keine Checkpoints gibt. Gerade nach diesem ersten Bereich hätte ich ganz gerne einen gehabt. Und meines Erachtens gerade, nachdem halt wir jetzt doch den Punkt erreicht haben, werde ich einfach mal gucken. Ich laufe einfach mal ganz bewusst weiter, ob der theoretisch diese Strecke alleine weiterläuft. Ja, wir bis hier warten. Ja, tut er. Sehr schön. Also, da gibt es keine Möglichkeit. Mhm. Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass gerade wenn man halt, Glück, den Punkt erreicht, wo man jetzt Checkpoints setzen darf, dass wir auch ein Level bekommen, das ebenfalls Checkpoints hat. Denn ich weiß jetzt zum Beispiel jetzt schon wieder nicht, was ich machen muss. Ja, man sieht, er kann da nicht reinrennen. Das ist also definitiv nicht, was wir machen sollen. Gibt es hier irgendwelche unsichtbaren Sachen? No, gibt es auch nicht. Dementsprechend, es wirkt halt so, als soll ich Yoshi zurücklassen. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich Yoshi zurücklassen kann, ohne... Mhm. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Ich habe keinen Plan. Ich kann auch nicht irgendwie da reinrennen lassen. Kannst du die Feuerbälle schlucken? Ja, wow, wirklich. Ah, ich habe was Neues gelernt. Und vor allem die Sache ist, ich habe in der Zwischenzeit mir wirklich so Level angeguckt gehabt. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich jetzt... Achso, jetzt ist ja der Weg frei. Ich habe mir Level angeguckt gehabt von anderen Leuten. Und da sind Sachen vorgekommen, die ich noch so überhaupt nicht gesehen habe. Zum Beispiel gibt es auch Freaky Yoshi, den man bekommen kann. Es gibt... Wie war das? Ich glaube, Bullet Bits, die aussahen wie Yoshis. Nee, nicht Yoshis, sondern... herumkullernde Luigi waren das. Also so richtig merkwürdiges Zeug. Das war dumm. Ich glaube, ich hätte einfach Yoshi als Sprungbrett nutzen müssen. Aber, ja. Checkpoints, ne? Checkpoints. Wenn man ein Level hat, was sehr herausfordernd ist, Checkpoints einbauen. Ganz einfach. Denn so ist einfach nur, ja, man muss es immer und immer wieder machen. Und dementsprechend ein Level, das durchaus in Ordnung ist, das einfach darunter leidet. Oh, Yoshi, komm mal. Dass es kein Checkpoints hat. Da ist wieder so ein bisschen die Frage, all diese Level, die jetzt hier gemacht worden sind, wie alt sind die? Aber dadurch, dass man wirklich sagen muss, die sind jetzt gerade neu dazugekommen. Ich meine, letzte Woche waren sie zum Beispiel nicht am Start. Erwarte ich, dass die Level so ein gewisses... auf einem gewissen neuen Stand sind. Oh, die Idee ist definitiv cool, so ist nicht. Aber gleichzeitig auch wieder so eine Sache, wo man aus irgendeinem Grund wieder Yoshi opfern muss. So, und jetzt probiere ich hier ganz bewusst einfach reinzurennen. Oh! Yoshi kann da rüber springen. Wir hatten das ein bisschen das Pro... Da... Fuck. Okay, ich muss jetzt wieder Yoshi opfern. Das ist mir jetzt ja auch klar. Aber halt, es war so überhaupt nicht offensichtlich, was passiert. Entsprechend, wir kommen jetzt zu einer der letzten Versuche, würde ich sagen. Und ich denke, hier ist das Problem. Das Level hätte es vollkommen getan mit diesem Auto-Yoshi-Scroller. Dann hätte man noch ein Level machen können, mit wo Yoshi halt die Flammen fressen muss. Das hat ein Feature, von dem ich auch nicht bisher nicht wusste. Aber halt...
So, hey, ich habe jetzt, im Endeffekt, wie das Level sagt, 5000 unterschiedliche Ideen und die habe ich jetzt alle in ein Level getan. Und ich hoffe, ihr findet sie alle irgendwie raus bei 3000 Versuchen, die ihr auf jeden Fall brauchen wird. Yoshi, chill. Okay. Na, die Idee zum Beispiel ist durchaus cool. Aber ich hätte es besser gefunden, wenn man einfach sagen... Obwohl, man könnte vermutlich das sagen. Man nimmt einfach nur die obersten weg. Aber jetzt ist einfach so, ich nehme einfach alle mit, logischerweise. Damit ich insgesamt keine Probleme habe. Egal, was kommt. Nicht, dass auf einmal irgendwie einer es schafft, dann nach oben zu ballern und mich dann hier irgendwie trifft. Muss ja nicht sein. Ja, schön. Eieiei. Okay, merken. Wir springen dann jetzt hier runter. Und müssen darüber. Ich meine, klar, das Ding sagt im Endeffekt einem das. Aber es ist nicht, selbstverständlich. Ah. Ja, ist durchaus ein cooles Level, so ist nicht. Okay, hier sieht man im Endeffekt, dass es wirklich möglich ist, mit Yoshi auch Sachen zu greifen, die nicht sofort erreichbar sind. Ja, also, es ist ein sehr cooles Level, wo man Sachen lernen kann. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Und jetzt? Haben wir jetzt schon wieder das Level versaubeutelt? Weil es irgendeine Idee gibt, die... Mal was testen. Meine, nur als Großer können wir... hier durch. Übrigens weiß ich jetzt wieder nicht, was ich machen muss. Vor allem hier einfach eine extra Sache hinbauen. Einfach hier, wo man nochmal groß werden kann. Falls man groß werden muss, aber ich weiß jetzt wieder nicht, was ich machen muss. Wenn ich jetzt da oben gegen die Dinger klatsche, gehe ich drauf. Also ich bin halt als Yoshi unterwegs. Ja, und vor allem ist hier genau der gleiche Blödsinn. Ich gehe mal von aus, dass man die hätte zerstören müssen. Und dann wieder Yoshi-Opfern spielen. Aber das Spiel meint halt, wie so der Macher, na, Idee ist gut, Umsetzung ist es nicht. Tut mir leid. Und das ist schade. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Ich denke, es ist ein Level, das mit gewissen Verbesserungen richtig hätte gut sein können. Vor allem, wo waren wir? Ich sehe gerade so überhaupt nicht durch. Da hoch, darüber. Ach so, wir waren noch in einem komplett anderen Bereich. Dementsprechend sehen wir jetzt nicht. Wir waren nämlich ganz am Ende schon mit den Sprüngen gewesen. Sind dann nach unten gegangen und dann hätten wir in das andere Level gehabt. Ja, stimmt. Man geht ja bei Röhren in ein anderes Level über. Nicht in dem gleichen. Also... schade, ich hätte es wirklich gern gemacht, aber das ist interessant wirklich zu sehen, dass halt, ich meine klar, das ist ein großes Magazin von Famitsu, die haben da eine Verbindung mit Nintendo und sagte, hey cool, dem werden wir da halt ehren. Aber ich hoffe, dabei hat ihm irgendjemand auf die Finger geklopft und gesagt, hey, wie wäre es mit einem Checkpoint, hey, wie wäre es mit ein bisschen mehr Fairness, hey, wie wäre es mit dies, das, jenes. Aber nope. Und dementsprechend, ich verabschiede mich, hebe nochmal vor. Beim nächsten Mal ist es der letzte Teil. Also falls ihr noch irgendwelche Level-IDs habt, die ich angucken soll, dann schickt sie mir. Ansonsten werden wir uns beim nächsten Mal noch ganz kurz hier angucken. Wir haben noch, oh, wir haben noch Tide Tuesday dazu. Noch Tide Tuesday, Reese, Psyche, Boogie, Jeff und Dan Reichert. Auf Dan Reichert freue ich mich so überhaupt nicht. Kann also sein, dass der letzte Teil ein bisschen länger wird. Einfach weil wir haben gesehen, wir haben bei zwei, waren das wirklich nur zwei Leute heute? Ich glaube ja, T-Fack und Amazing Laser. Und die Event-Levels. Plus diesen einen Typen, den ich bei T-Fack dann noch angeklickt hatte. Jo, das war's. Überraschend, wie viel Zeit dabei vergangen ist. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.